Schauen wir uns nun noch einmal genauer die Hamsterbefehle an, die Sie ja bereits kennen. Vor, links, oben, nimm und gib. Ein Syntaxdiagramm, das hier mal aufgeführt ist, kennzeichnet die genaue Syntax für die Benutzung der Befehle. Hier ist die eintretende Kante, hier die austretende. Hier stehen die vier Grundbefehle, das heißt die Namen dieser Grundbefehle. Und dann hier die Klammern und das Semikolon. Das ist obligatorisch. Wichtig ist, diese Zeichen hier drin werden als ein Token repräsentiert und können beispielsweise nicht durch andere Trennzeichen getrennt werden. Es muss immer da stehen F-V-O-R. Man kann da kein Blank zwischensetzen. Auch ist wichtig hier, was ich ja bereits gesagt hatte, Groß- und Kleinschreibung werden unterschieden. Links oben beinhaltet hier ein großes U. Wieso das so ist, wieso das U hier groß gewählt ist, auch da in einer späteren Unterrichtseinheit mehr zu. Überall, wo hier diese unterschiedlichen Token durch Pfeile verbunden werden, können jetzt aber Trennzeichen stehen. Müssen nicht, können aber. Das heißt, hinter dem Vor könnte beispielsweise ein Zeilenvorschub sein oder es könnte ein Tabulator stehen oder zwei, bevor dann die Klammer aufkommt. Und hier könnten auch wieder Trennzeichen dazwischen stehen. Was ist die Semantik dieser Grundbefehle? Auch die kennen wir bereits. Wenn dem Hamster der Befehl vorgegeben wird, springt er ein Feld nach vorne in seiner aktuellen Blickrichtung. Wenn ihm der Befehl links umgegeben wird, dreht er sich um 90 Grad nach links. Wenn ihm der Befehl neben gegeben wird, nimmt er von der Kachel, auf der er gerade steht, ein Korn auf und legt es in seinem Maul ab. Und wenn ihm der Befehl gib gegeben wird, dann legt er aus dem Maul auf der aktuellen Kachel ein Korn ab.